Wir stehen vor dem Landgericht Würzburg, dem Ziviljustizzentrum. Da hatte ich gerade einen Prozess, an dem Google beteiligt war. Es ging um Auskunft über Nutzerdaten von einer Straftat, die über ein Google-Portal begangen wurde. Ja, wenn es um Haftung geht, dann heißt es immer, nehmt die Plattformen außen vor, die stellen ja nur die technische Infrastruktur zur Verfügung. Wendet euch doch lieber an die User, die die tatsächliche Straftat begangen haben. Aber was soll man tun, wenn man gegen den User nicht vorgeht, weil er einen falschen Namen angegeben hat, wenn die entsprechenden Daten nur beim Plattformbetreiber vorhanden sind? Dann stellt sich die Frage, unter welchen Umständen kriegt man denn diese Daten? Wenn ich nämlich sage, die Plattform haftet nicht für diese Informationen oder erst ab Kenntnisnahme, dann müsste doch ein User auch die Möglichkeit haben, sich direkt an den Täter zu wenden. Google stellt sich jetzt auf den Standpunkt, einen Auskunftsanspruch darf man nur dann geltend machen, wenn man in einer vertraglichen Beziehung zu Google steht. Wenn das nicht der Fall ist, hat man Pech gehabt und bekommt keinen Auskunftsanspruch.